Hallo liebe Kochfreunde, ich bin's wieder mal, die Anna Schäfer. Und ich bin heute zu Gast beim Gerhard Pfister und bei der Marianne Dürmoser. Die beiden betreiben das Olina Küchenstudio in Emin-Bongau. Neben Beratung und Planung haben die beiden auch noch ein wunderschönes Küchenstudio, in der es eine funktionale Küche gibt und in der kochen wir heute. Das Thema, was wir heute haben, ist grundlegend ganz simpel und dennoch ist die Königin in der Rindfleischküche. Und zwar die klassische Rindsuppe mit Einlage. Das heißt, wir haben dann ein Stück Fleisch dabei und es ist ein richtig gutes, kräftiges Essen. Für eine klassische gute Rindsuppe braucht es Rinderknochen, ein Stück Rindfleisch, Karotten, Sellerie, Lauch, Pastinaken, Böderseewurzeln, Göwe, Rum und Zwiebel. Zum Anrösten braucht man ein bisschen Öl und zum Aufgießen ein gutes Wasser. Damit die Suppe dann auch richtig würzig ist, braucht es noch Salz, ein Liebstöckel, Muskatnuss und ein bisschen Pfeffer. Das i-Tüpfel für eine gute Rindsuppe ist natürlich dann noch ein feingeschnittener Schnittlauch. Das nötige Kochzubehör ist dann ein Schneidbrettel, ein Kochtopf, ein scharfes Messer, eine Fleischgabel oder eine Fleischnadel und ein Sieb zum Abseihen. So, und bevor wir in so einer schönen Küche kochen, muss ich mir natürlich zuerst einmal die Küche zeigen lassen, wie das funktioniert. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn das der Chef mit mir macht. Okay, und dann können wir gleich loslegen. Zuerst werden die Suppenknochen vorbereitet. Dazu stellen wir einen Kochtopf zu und füllen mit Wasser auf. Und wenn das Wasser dann kocht, dann tun wir die Knochen rein. Noch einmal kurz aufkochen lassen, die Flüssigkeit ausheuern und mit kaltem Wasser abschwemmen. Diesen Vorgang nennt man Blanchieren. Das heißt, die Knochen werden dadurch gesäubert und das verhindert nachher das Dribbeln von der Suppe. Danach stellen wir wieder frisches Wasser im Topf auf den Herd, geben die Knochen und das Gemüse dazu und lassen alles miteinander aufkochen. Sobald das Wasser wieder aufkocht, geben wir das Fleisch dazu. Jetzt kann auch auf der Oberfläche ein leichter Schaum entstehen. Meine Großmutter hat gesagt, das ist der Bart auf der Suppe. Dieser Schaum oder Bart enthält Eiweiß und Trübstoffe, die an der Oberfläche gebunden werden und sind dann zum Abschöpfen. Der Vorgang heißt dann Dekreisieren. Das Dekreisieren wird so lange wiederholt, bis der Prozess abgeschlossen ist. So wird die Suppe richtig klar. In dem Zustand wird die Flüssigkeit dann auch noch Fond genannt. Jetzt wird mit den vorbereiteten Gewürzen angeschmeckt. Je nach Größe eines Fleischstückes kann die Kochzeit natürlich variieren. Zum Test, ob das Fleisch fertig ist, nimmt man entweder Fleischgabel oder Fleischnadel und sticht das Fleisch an. Wenn das Fleisch noch nicht durch ist, dann bleibt es auf der Gabel. Wenn es fertig ist, rutscht es aber. Wenn das mitgekochte Gemüse noch bissfest sein sollte, dann tut man es ein bisschen früher aus dem Topf wasser. Die jetzt fertige Suppe wird mit einem Sieb abgeseit. Das mitgekochte Gemüse und das Fleisch klein schneiden, mit der Suppe aufgießen und mit dem frisch geschnittenen Schnittlauch garnieren. So entsteht ein herrlicher Suppentopf vom Hochlandrindfleisch. So, und das war's wieder für heute. Das Rezept findet ihr in unserem Kochbuch Feinstes vom Hochlandrind und zusätzlich noch weitere 14 Varianten zu einer guten Rindsuppe. Danke und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.